Hallo, ich bin Viktor. Ich bin Auszubildender im ersten Lehrjahr bei der August Faller KG und bin als Fachkraft für Lagerlogistik angestellt. Das Vergesslichsein ist für mich immer so ein Problem gewesen. Oh, mach mal das und dann komme ich manchmal durcheinander. Aber jetzt habe ich festgestellt, dass das besser ist, dass ich mir immer wieder ins Gedächtnis rufe, ah, das muss ich noch machen oder das darf ich nicht vergessen. Ich denke mal, das habe ich bei Faller gelernt, weil das anfänglich und jetzt auch noch minimal fällt mir auf, dass ich diese Struktur noch lernen muss, weil ganz am Anfang hatte ich wirklich minimal eigentlich gar keine Struktur drin und jetzt merke ich eben, dass diese Leistungskurve da ist, dass es da schon ziemlich gut ist. Ich bin auch selbstständiger im Arbeiten geworden und ich denke mal, das ist eine gute Eigenschaft. Am Anfang war das eben so, dass ich mir nicht sicher war, was könnte ich machen, was sind meine Optionen so in der Art. Und dann habe ich beim Faller eben ein Praktikum gemacht und habe gesehen, jo, das ist ein ordentlicher Betrieb, die Ausbildung ist ordentlich. Nach der Ausbildung wäre eben mein Plan, genau sich weiterzubilden und dann meine Optionen eben dann abzuwiegen. Und beim Faller längerfristig zu bleiben, wäre eigentlich jo, mein Wunschgedanke. Ich gehe mit Packungsbeilagen insofern andersrum. Früher habe ich mir eigentlich gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe sie mir mal so angesehen und dann gesagt, jo, pö, das ist ja nur eine Packungsbeilage. Aber jetzt weiß ich, dass ich eigentlich Teil der Kette bin zur Herstellung mancher oder sehr vieler dieser Packungsbeilagen und ich überlege mir so, ist das eine von meinen? Also bis jetzt kann ich mich eigentlich überhaupt nicht beklagen, weil die Ausbildung ist top. Und das könntest du sein. Bewirb dich doch. Schau einfach auf unserer Homepage www.august-faller.de.